story that I would, when I read it, I thought I'd like to see this in a movie theater myself as an audience member. Als ich die Geschichte gelesen habe, dachte ich, das würde ich gerne als Zuschauer im Kino sehen. Und ich dachte mir, dass ich aus der Geschichte was lernen kann. Über Algerien, über Geschichte, über Sprache. Aber besonders über Barmherzigkeit. Darüber, mit Menschen in Kontakt zu kommen, Grenzen zu überwinden, zwischen Menschen oder Gesellschaften. About erasing borders, you know, or dividing lines between people, between societies. Quand le roi de l'Europe qui est contre l'ONU, si tu restes là aussi, tu es mort. Mes parents étaient espagnols. Pour les Français, on était des Arabes. Et maintenant, pour les Arabes, on est des Français. Das Thema des Films, ich würde sagen, das ist die Brüderlichkeit. Das ist die Schwierigkeit der Brüderlichkeit. Ich denke, dass im Zentrum dieses Films die Beziehung zwischen diesen zwei Figuren steht. Diese Beziehung ist am Anfang sehr kompliziert, aufgrund der Umstände, in der sie beginnt. Aber diese zwei Figuren sind in einer Situation, wo sie gezwungen sind, sich zu verstehen, die Werte des anderen zu verstehen, um gut wegzukommen, um zu überleben, um zusammenzuhalten. Pour s'en sortir, pour survivre, pour s'entraider. Le film joue avant la guerre d'Algérie. Der Film spielt in Zeiten des Algerienkrieges. Ist es ein Film, der für uns heute wichtig ist? Important ou il y a une relation pour nous aujourd'hui? Oui, là, effectivement, la guerre d'Algérie, c'est la toile de fond de cette histoire. L'histoire commence au moment. Tatsächlich ist der Algerienkrieg der Hintergrund von dieser Geschichte. Die Geschichte beginnt zu dem Zeitpunkt, in dem Algerien in den Krieg abgleitet. Es sind die ersten drei Tage des Unabhängigkeitskrieges von Algerien. Aber das ist kein historischer Film über den Algerienkrieg. Man braucht keine Kenntnisse über den Krieg, um den Film zu verstehen. In Wirklichkeit könnte es irgendein Krieg sein. Das könnte leider heute an vielen Orten passieren. Es könnte in Palästina passieren, es könnte in Libyen passieren oder auch in Ägypten. Es gibt leider heute viele Orte auf der Welt, wo es Konfrontationen zwischen der westlichen Welt und der arabischen Welt gibt. Also mir scheint es eine sehr moderne Erzählung zu sein, denn es handelt sich um unsere großen zeitgenössischen Themen. Die Identität, der Schock zwischen der westlichen und der arabischen Welt. Wir sind momentan leider mittendrin. L'identité, le choc entre le monde occidental et le monde oriental. On est en plein dedans en ce moment, malheureusement. Haben Sie den Film nicht als Western bezeichnet? Ja. Trifft das zu? C'est ça? Quand j'ai lu la nouvelle d'Albert Camus, l'hôte, j'ai tout de suite vu des images western. Als ich die Novelle Der Gast von Albert Camus gelesen habe, habe ich sofort Bilder eines Westerns gesehen, weil es in dem Text von Camus Elemente von Western gibt. Es gibt einen Gefangenen, den man in die nächste Stadt übergeben muss. Das ist ein klassisches Motiv eines Westerns. Es gibt die Landschaften, die Sie schon angesprochen haben, gewaltig und hart. Die Tatsache, dass zwei Kulturen am gleichen Ort aufeinanderprallen, wie in jedem amerikanischen Western mit den Kulturen von den Indianern und den Weißen. Wir finden alle diese Elemente in der Novelle von Camus, also habe ich es als natürlich empfunden, diese Elemente in Szene zu setzen. Also wenn Western ist, ein populäres Genre zu benutzen, um einen kritischen Blick über unsere Mythen zu haben, dann, ja, dann akzeptiere ich den Stempel Western. Sur nos mythes, oui, j'accepte l'étiquette du western. Oui, elle m'intéresse. Es ist kein ideologischer Film, es ist kein politischer Film, es ist auch kein religiöser Film. Es ist ein Film über Menschen, die kommunizieren. Es ist ein Film über den freien Willen. Es ist ein Film über Würde. Und es ist ein Film über, in mancher Hinsicht, die Suche nach Verständnis für sich selbst und für andere Menschen, ohne offenkundig moralisch den Finger zu heben. Aber man kann von einer Geschichte wie dieser lernen. Winrana? Verzina. On va faire quoi? Tu vas voir.
Haben Sie Viggo Mortensen von Anfang an im Blick gehabt? C'est très étrange parce que Viggo Mortensen, comme on disait tout à l'heure, c'était dès le départ dans mon esprit un film qui pourrait ressembler à un western. Et quand j'étais en train de commencer l'adaptation de Das ist sehr eigenartig, denn als ich angefangen habe, die Novelle von Camus fürs Kino umzuschreiben, habe ich, wie wir vorhin über Western gesprochen haben, das Bild von Viggo Mortensen im Kopf gehabt. Je m'aidais de façon comme ça artificielle avec son visage pour écrire les scènes. Der hat Western gespielt. Ich habe mir so mit seinem Gesicht geholfen, um die Szenen zu schreiben. Daru habe ich mir unter dem Gesicht von Viggo Mortensen vorgestellt. Ich wusste nicht, dass er Französisch spricht. Und ich habe dem Produzenten gesagt, dass wir beim Casting keinen französischen Schauspieler nehmen sollten, weil es mir wichtig ist, dass man fühlt, dass Daru auch in seinem eigenen Land fremd ist. C'est important qu'on sente qu'il est étranger dans son propre pays. Das ist eine Änderung im Vergleich zu der Novelle. Ich wollte einen nicht-französischen Schauspieler und ich dachte, dass es schwierig sein wird, einen vom Schlag Viggo Mortensen, den ich im Kopf hatte, zu finden. Der Produzent hat mich gefragt, ob ich nicht wüsste, dass Viggo Mortensen Französisch spricht. Ich wusste es nicht. Er hat mir einen Link geschickt, in dem man ihn sieht, wie er Französisch in Kanada spricht, bei der Ehrung eines kanadischen Hockeyspielers. Ein Französisch mit einem starken kanadischen Akzent, aber ein sehr flüssiges Französisch. Ich habe gesagt, wir müssen mindestens versuchen, ihm das Drehbuch zukommen zu lassen. Er hat das Drehbuch gemocht und es hat sich so ergeben. Wie lange haben Sie gedreht? On a tourné sept semaines et c'était la course. Wir haben 7 Wochen gedreht und das war ein Rennen. Das war ein Rennen aus verschiedenen Gründen, denn auf der einen Seite sind 7 Wochen für Dreharbeiten kurz, auf der anderen Seite haben die Dreharbeiten mit natürlichem Licht stattgefunden. Pour avoir cette image la plus limpide possible. Wir wollten so viel wie möglich mit natürlichem Licht ohne Filter drehen, um das klarste Bild wie möglich zu bekommen. Oft haben wir auf die richtige Zeit gewartet, um die besten Lichtverhältnisse zu haben. So war der eigentliche Chef nicht ich, sondern die Sonne. Wir waren ständig am Rennen, um die besten Lichtverhältnisse irgendwie herzubekommen. So haben wir rastlos gearbeitet, der Sonne hinterher. Das ist der Charme von Dreharbeiten mit natürlichem Licht in der Wüste. Das waren sehr harte Dreharbeiten, vor allem für die Schauspieler, die viel laufen mussten. Sie waren bei den Totalen in der kargen Landschaft sehr weit von der Kamera entfernt. Die Regen- und Sandsturmszenen waren schwierig zu drehen. Dans des paysages complètement arides, les scènes de pluie, les scènes de tempête, de sable ont été très dures à tourner. War der Regen echt? Alors non, c'était pas réel, c'est de la pluie de cinéma. On n'a pas attendu la pluie, mais pour eux, l'eau qui leur tombait dessus, elle était réelle. Nein, das war kein echter Regen, das war Kinoregen. Wir haben nicht gewartet, dass der Regen kommt, aber für sie war das Wasser, das sie darauf bekommen haben, echt. Das waren Riesenduschen, sie haben künstlichen Regen auf den Körper bekommen. Danach haben wir den Effekt digital verstärkt. Das ist eine Mischung von Effekten am Set und auch digital. Ähnlich für den Sandsturm. Sie haben wirklich Wind und Sand ins Gesicht bekommen und danach ist der Effekt digital verstärkt worden. Zum Beispiel die Szene mit dem Sturm, wo wir mehrere Aufnahmen gedreht haben. Da hatten sie ganz rote und aufgequollene Augen. Das Einzige, das nicht künstlich produziert wurde, ist der Nebel. Der Nebel ist quasi unmöglich, digital zu reproduzieren. Die Aufnahmen, wo sie in den Nebel rein und rausgehen, sind bei natürlichem Nebel gedreht worden. Wir hatten großes Glück, an diesem Drehtag natürlichen Nebel zu haben. An den Tagen, wo wir diese Szenen drehen wollten, hat uns die Wüste beschenkt. Es gab diesen Nebel. Wann und wie wir ihn gebraucht hatten, das war wunderbar. Le désert nous l'a donné. Il y a eu ce brouillard-là, comme il fallait, quand il fallait, c'était magnifique. War das einfach, mit Viggo und Reda zu drehen? Sind sie perfekte Schauspieler? Ja, und ich kann nicht lügen. Das war sehr, sehr angenehm, mit ihnen zu drehen. Meine Arbeitsweise passt gut zu Schauspielern wie Viggo Mortensen und Reda Karteb, die sich gerne einbringen. Sie wollen über ihre Figuren mitreden. Ich gebe den Schauspielern gerne Freiräume. Vor allem vor den Dreharbeiten haben wir uns viel ausgetauscht.
aux acteurs, notamment avant le tournage. On a fait beaucoup de lecture, on a changé beaucoup de choses, beaucoup de dialogues, beaucoup de situations. Wir haben viele Sachen geändert, viele Dialoge, viele Situationen. Das haben wir zu dritt gemacht. Viggo Mortensen hat zum Beispiel an Änderungen der Figur des Mohammed mitgewirkt und umgekehrt hat Reda Kateb Änderungen an der Figur des Daru durchgeführt. À des changements qu'on faisait sur Daru, parce que tout ça était une histoire d'équilibre. Das Ganze ist eine Frage von Balance. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die körperliche Haltung des Schauspielers. Am Anfang ist Mohammed so in sich gekrümmt und Daru ist sehr gerade, weil er von seiner Reinheit und seiner Legitimität in seiner Schule sicher ist. Und nachdem Daru erst ein Pferd und dann einen Mann tötet, wird ihm die Schwierigkeit seiner Situation klar. Das ist jemand, der ständig Schläge bekommt und der nicht mehr den Hochmut hat wie am Anfang des Filmes. Qui a plus la superbe qu'il a au départ du film et au contraire Reda Kateb. Und im Gegenteil Reda Kateb, der am Anfang des Filmes quasi tot ist, ein Sterbender ist, erhebt sich körperlich wieder nach und nach im Filmverlauf. Also das sind Änderungen, die wir zu dritt durchführen mussten. Es bringt nichts, wenn ein Schauspieler etwas macht, ohne zu berücksichtigen, was der andere macht. Das ist nur ein Beispiel, aber wir haben alle drei viel zusammen in der Vorbereitung gearbeitet, damit alles gut funktioniert. Und aus diesen Gründen ist es sehr gut gelaufen. Viggo Mortensen und Reda Kateb waren echte künstlerische Mitarbeiter. Parce que voilà, Viggo Mortensen und Reda Kateb étaient des vrais collaborateurs artistiques. Et voilà, je pense que ça s'est très bien passé pour ces raisons-là. Et aussi parce qu'ils avaient envie de travailler ensemble et d'être ensemble. Réveille-toi. Nod. Nod. C'est toi là-bas. Auf Französisch heißt die ursprüngliche Kurzgeschichte Der Gast. Das Wort auf Französisch hat eine doppelte Bedeutung, Gast und Gastgeber. Am Anfang ist klar, dass Mohammed der Gast ist und Daru der Gastgeber. Am Ende der Geschichte, im größeren Kontext, der Algerien betrifft, ist es vielleicht genau andersherum. Oder es ist was von beidem. Das ist interessant. Aber der Titel Den Menschen so fern verliert diesen Aspekt, über den ich gerade gesprochen habe. Far from man, I think, alludes to the fact what you're talking about. Sera Kumbarie! واش حبيتو؟ اش دخلك؟ اش دخلك؟ اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا اخرج! نو، جو با. اعطيه لنا! انتم منا! هذه كوز! اشهد ان لا اله الا الله. امشي! بس! اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله. راني شاهد عليكم! Ist für Sie die Figur des Daru jemand, der sehr religiös ist? Nein. Für mich, wenn man seine Gesten am Anfang sieht, ist es eine Art und Weise zu zeigen, dass sie in zwei unterschiedlichen Kulturen sind. Ce n'est pas la religion qui guide les actions de Daru. Es ist mehr kulturell. Das ist nicht die Religion, die die Aktionen von Daru führt. Übrigens auch nicht die von Mohammed. Das ist ihr Ehrgefühl. Sie sind in unterschiedlichen Kulturen. Daru donne, cite le, la prière. Er zitiert das Gebet. Das ist für ihn eine Art und Weise, Mohammed zu sagen, ich verstehe dich, ich kenne dich, ich kenne deine Kultur. Je te comprends, je te connais, je connais ta culture. Und sogar deine Religion sagt dir, dass du dich für das Leben entscheiden musst. Übrigens ist dieses Gebet, das Gebet, das Mohammed zitiert, als die Schule von seinen Cousins angegriffen wird. An dem Zeitpunkt, wo er denkt, er wird sterben. Er hat große Angst. Er zitiert dieses Gebet, das man zitiert, wenn man dem Tod nahe ist. Zu diesem Zeitpunkt gibt Daru den Eindruck, dass er nicht zuhört, was Mohammed sagt, dass er ihm gegenüber sehr feindselig ist. Am Ende des Films sagt er ihm, siehst du, ich hatte dir zugehört, ich hatte dich verstanden, ich weiß, wer du bist und ich bitte dich, dich für das Leben zu entscheiden. Daru ist für mich nicht religiös, im Gegenteil. Alles ist gut, um diesen Mann zu überzeugen, sich für das Leben zu entscheiden. Daru will diesen Mann retten.
Das ist alles, was ihm übrig bleibt. Er hat verstanden, dass sein Platz nicht legitim ist. Er hat verstanden, dass sein Leben in dieser Schule zu Ende ist. Er hat verstanden, dass er aus Algerien weg muss, dass er kein Algerier ist. All das sind persönliche Niederlagen und ich denke, dass er sich selber sagt, ich muss mindestens diesen Mann retten, wie auch immer. Soll ich ihn zum Bordell bringen, dann bringe ich ihn zum Bordell. Soll ich ihm Gebete zitieren, dann zitiere ich ihm Gebete. Alles ist gut. Alles lohnt sich, um diesen Mann zu retten. Das ist nicht religiös, das ist nicht ideologisch. Er wäre bereit zu jonglieren, was auch immer, um diesen Mann zu retten. Das ist auch der Grund, warum es ums Bordell wie ums Gebet geht. Es gibt keine Hierarchie. Alles, was nützt, um Lust auf das Leben zu haben, ist gut zu nehmen. Il n'y a pas de hiérarchie. Tout ce qui peut être utile à donner goût à la vie à cet homme-là, Mohamed, est bon à prendre pour Daru. Ist dieser Film für Sie eine Herzensangelegenheit? Oui, le. Ja, für mich hat der Film begonnen, als ich diese Novelle ganz zufällig gelesen habe. Ich war von dem Text von Camus sehr bewegt. Ich habe auch verstanden, dass ich vielleicht bewegt war, weil ich sofort das Gefühl hatte, dass es um die Welt von heute geht. Und das war eine Art und Weise, über die Welt von heute zu sprechen. Und übrigens eine sehr elegante Art und Weise, über die Welt von heute zu sprechen, weil nicht frontal, nicht direkt, nicht primär. Und dann habe ich festgestellt, dass es eine intime Verbindung gibt, weil mein Vater eine Zeit lang Lehrer in Algerien während des Krieges war. Das war für ihn eine Lösung, um nicht militärisch zu dienen, nicht als Soldat zu dienen. Mein Vater hat nie erzählen wollen, was er in Algerien erlebt hat. Ich wusste, dass er der FLN nah war, der Nationalen Befreiungsfront. Das ist eine Zeit, worüber er nie reden wollte. Ich denke, das ist eine Herzensangelegenheit, weil dieses Projekt mir erlaubt hat, in die Richtung dieses Familiengeheimnisses zu gehen. Das hat meinen Vater dazu gezwungen, mir davon zu erzählen, es mir zu erklären. Also, ja, sehr intime Gründe. Oui, il y avait une raison très intime. Avancez vers nous!